Bei einem Terroranschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Das teilte die Regierung am Mittwochnachmittag mit. Der Anschlag ereignete sich vor dem Gebäude des staatlichen Luft- und Raumfahrtkonzerns Turkish Aerospace. Eine türkische Zeitung berichtete, dass dort ein Taxi explodiert sei. Es gebe Tote und Verletzte, schrieb der türkische Innenminister auf X. Ankaras Oberbürgermeister erklärte auf X, er sei zutiefst erschüttert über den Anschlag. Ich wünsche den Gefallenen Gottes Gnade und den Verwundeten rasche Genesung.